Je moet, aber kein Show, ohne genau herzustellen. Meine Damen und Herren, begrüßen mit mir Fabian Heine, den Marc van Häuselin und den Peter Achtermann. Und herzlichen Applaus für den Roland Wagner. Roland, du hast einen knochentrockenen Job. Was machst du? Ich bin Personalmanager bei der IBM. Okay. Was macht man da so? Ja, es geht vor allem darum, Kosten im Griff zu haben und zu schauen, dass es den Leuten gut geht. Okay. Das ist aber ein Hobby, das doch ein bisschen feuchtfröhlicher ist und eine Leidenschaft erzählt. Ja, also ich habe eigentlich zwei Hobbys. Das eine ist Schwimmen und das andere ist Trockenschwimmen. Okay, und beim Schwimmen, das ist nicht einfach nur so ein Hobby. Er war 1991 Schweizer Meister im Schwimmen und das ist jetzt kein Gag. Und am 22. März wird er in der Schwimmhalle in Oerlikon wieder teilnehmen an den Schwimm-Schweizer Meisterschaften. Du willst dort den Weltrekord schlagen, brechen. Du hast irgendetwas Neues, eine neue Technologie, wo dir der Sieg eigentlich schon fast sicher ist. Was ist die Frage? Ja, ich probiere. Gut, wir haben ja ein komisches Talent. Vielleicht machst du doch eine komische Nummer. Das Problem ist, dass ich nicht gerne darüber rede, weil ich will ja nicht, dass meine Gegner wissen, was das beinhaltet. Aber ich finde gut, dass du das angesprochen hast, das Thema. Schön, dass du darüber redest. Aber es ist kein Doping, nur dass ich geschlafen. Zu diesem Thema tue ich mich gerne äußern. Nach der Intro. Genau, wenn der richtige Zeitpunkt kommt. Du willst auch heute einen Weltrekord brechen. Sag mir schnell, welchen Rekord brechen. Trockenschwimmen ist eine grosse Tradition. Und ich muss vor allem die Regeln beachten. Und ich habe extra meinen Coach mitgebracht, Ada Enamia, der dann auch hier die Stilistischen überwachen. Und wir werden heute den Weltrekord aufstellen von der Bühne rechts nach der Bühne links. Und was ist das? Was ist die Weltrekordzeit? Das weiss ich nicht, die Assistentin, ich bin auch nicht so versiert. Also, ich bin nur noch Fahrtmusen zu, von dem her. Also, ich würde sagen, ich habe es gehört von 53 Sekunden. Aber ist Freistil, Rückenkraul, Delphi? Freistil. Freistil, okay. Du hast die Stoppuhr, du stoppst. Und du gehst bitte an. Du stoppst es. Freiluft, Schwimmen und Furz
Drachenhumor finde ich eigentlich recht lustig. Und an so einem hohen Käse, den du da gezeigt hast, muss ich dir eine 9 geben. Ich sage, es ist nicht eine Charme-Show, sondern eine Talentshow. Er hat mindestens ein Talent, er ist absolut schamlos. Und von dem her, konsequenterweise muss ich ihm so leid, wenn du das zähnigen. Ja, gut gefallen, es gibt eine Sache.